Wir begrüßen euch mit Lukas 18, der 8. Vers. Das heisst, wird der Menschensohn noch Glauben finden, wenn er wiederkommt? Wird Jesus hier noch Glauben finden? Man kann auch sagen, ganz prosaisch, wann geht er offen aus? Das ist so bei unseren Öfen. Wir tun alles zusammen mit Holzheizen, mit so mit Schwedenöfen, die ganze Wohnung. Dann geht man zum Beispiel am Mittag weg. Es ist ein bisschen kalter Tag. Dann tut man noch ein bisschen einführen. Dann am Abend kommt man natürlich heim schauen. Ist der Speckstein noch warm? Der Ofen ist wahrscheinlich ausgegangen. Ist noch ein bisschen Wärme vorhanden? Ein bisschen so kommt es einem vor, wenn Jesus sagt, ja, wird die Abkühlung total sein, wenn ich zurückkomme, was wird ich überhaupt antreffen? Und dann ist die andere Frage, wer könnte allenfalls zwischendurch ein bisschen führen? Wenn man so in den Vers hineinlässt, dann täuscht es einem, Jesus will nachschauen, ob es noch ein bisschen Glut hat, ob es noch ein bisschen Feuer hat. Es nimmt einfach Hunger, er ist gar nicht sicher. Es ist ein bisschen ein heikles Unternehmen, so viel lang weg zu sein. Und eingeführt zu haben am Anfang und dann kommt man zurück und weiss gar nicht, was jetzt da los ist. Ob es fast so eine Absicht ist von ihm, einfach eben am Schluss von der Zeit Feuer nachlegen oder schauen, ob da jetzt echt alles vorbei ist. Und das wirft auf uns ja nicht so ein gutes Licht. Es ist fast wie ein Kollege, der mir erzählt hat, er sei in der Türkei gewesen. Hat er gearbeitet im Aussendienst von einer Firma, die Apparate verkauft nachher. Hey, die Arbeiter gesagt von dieser Firma, ja, warum schaffst du überhaupt? Der Chef ist ja gar nicht da. Wenn man weggeht, birgt das natürlich immer ein gewisses Risiko. Ich kann mich erinnern, da hatte ich einen Konfirmant, mit dem hatte ich ziemlich Mühe. Er war schwieriger, aus schwierigen Verhältnissen. Ich dachte, ich beschäftige ihn ein bisschen, aber ich bin dann auch ins Militär für ein paar Wochen in der WK. Dann habe ich gesagt, schau, hier ist Holz und hier ist ein Platz und ich möchte, dass du mir einen Schafstall bauen. Habe ich mir ein bisschen gezeigt, wie es jemand sein könnte. Ein fünfeckiger war es dann, weil ich gerade fünf Fenster bekommen von einem Umbau, der nicht mehr gebraucht war. Ich bin ins Militär, ich habe immer gedacht, was ist eigentlich, was macht er eigentlich mit dem Zeug? Kommt rechts Gang? Dann bin ich schlussendlich fertig mit meinem WK, hatte Zeit, die Sachen anzuschauen. Und ich muss sagen, ich war total überrascht. Er hat das sehr gut aufgefasst, sehr gut durchgeführt, am Schluss sehr ordentlich aufgeräumt. Viel besser, als ich eigentlich mir hätte vorgestellt. Er hat also wieder erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, durchgehalten bis zum Schluss. Und wir hatten dann fast eine Freundschaft gehabt. Wir hatten jedenfalls von dann an immer eine gute Zeit gehabt. Hier und da gesehen, bei einer Hochzeit oder bei einer Beerdigung, taucht er auf, dann kommt er sofort auf mich zu. Picobello war das Resultat. Jesus, seine Befürchtungen sind natürlich, wenn man sich das vorstellt, eine Christenheit, die keinen Glauben mehr hat. Das sind horrende Befürchtungen, das ist ein schlimmes Szenario. Der Abraham, der keine Söhne und Töchter mehr hat. Jesus kommt zurück, niemand mehr ist hier, der wirklich glaubt, der noch versteht, was Glauben ist, der das Vertrauen noch hat. Und da muss man sagen, die Befürchtung ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil Jesus ist nicht mehr physisch da. Die Leute müssen selber lernen navigieren. Er hat zwar sehr viel gesagt, aber nachher ist er eben dann auch wieder gegangen. Ein wesentliches Mittel, wenn man jetzt mal ganz menschlich daher schaut, müssen wir Jesus zugestehen, das hat er meisterhaft verstanden, er, der Meister. Er hat nämlich Jünger gehabt, auf Englisch Disciple, auf Latinisch Discipulus, das heisst Leute mit Disziplin, das heisst, er hat ihnen eine gewisse Disziplin beibringen, er hat ihnen gewisse Sachen einprägen können. Und dann kann man schon davon ausgehen, wenn die Jünger wieder andere zu Jünger machen und das so weitergeht von Generation zu Generation, dass wenn Jesus zurückkommt, dass immer noch eine Jüngerschaft vorhanden ist, immer noch ein Glauben unter diesen Leuten lebt, der Ofen immer noch nicht ganz aus ist, ob das so ist und wie viel Disziplin vermag, das werden wir im nächsten Teil sehen.